Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde da draußen an dem Bildschirm. Ich bin's wie immer, euer Gunshot, und ja, ein lange überfälliger Community Talk. Der ist jetzt. Der muss sein. Habe ich mir viel zu lange Zeit mitgelassen. Es tut mir leid, ich habe da irgendwie gar nicht so drauf geachtet, so Community Talk technisch. Es ging relativ wenig Fragen ein, bis jetzt vor kurzem. Und da möchte ich ein bisschen Stellung zu beziehen und euch natürlich ein bisschen drüber informieren. Und zwar geht es einerseits natürlich um die Sachen, was jetzt gerade bei mir auf dem Kanal so läuft und so weiter. Ihr seht selbst, ich habe viel mit The Walking Dead gemacht, mit Game of Thrones und so weiter. Und jetzt als nächstes kommt noch Ori and the Blind Forest, was ich mir gern vorgenommen hatte. Genauso wie noch Murdered Soul Suspect. Das sind jetzt so die Sachen, die interaktiven Filme oder Jump'n'Run, wenn man so möchte. Hearthstone nebenher mache ich halt auch gerne noch und Paragon. Und jetzt kommen natürlich einige Fragen auf. Was ist denn zum Beispiel mit Escape from Tarkov? Was ist da los? Leute, Escape from Tarkov ist nicht abgeschrieben. Das auf gar keinen Fall. Aber bei Escape from Tarkov kommt einfach nichts Neues. Also diejenigen von euch, die spielen, werden selbst merken, dass es langweilig ist. Ich meine, man kennt die Raids. Man kennt die Raids, man hat sich equipped. Man hat eigentlich alles im Stash, der ist schon voll, und was soll man noch machen? Ganz ehrlich jetzt, was soll man noch machen? Ich meine, ich bin voll equipped, ich habe meine Klamotten, alles was ich brauche. Ich gehe raus, ohne Sinn, okay, Leute abballern. Ja, ein Spiel braucht für mich einen höheren Zweck, und leider ist bei Escape from Tarkov zurzeit noch im Endeffekt da wenig Potenzial, also nicht Potenzial, sondern wenig Spielraum für uns. Wir müssen halt, oder ich warte selbst die Patches ab, die neue Sachen mit reinbringen, wodurch wir uns in der Welt rein theoretisch ja auch freier bewegen können, mehr Raids machen können etc. pp. Damit nicht alles so ausgelutscht ist und nicht alles das ist, was ich schon kenne, weil bisher ist es halt bloß dieser Raid-Modus oder Scuff-Modus. Der Scuff-Modus ist zwar mal immer zwischendurch eine schöne Abwechslung, aber, ne, durch und durch ist das im Endeffekt zurzeit leider immer dasselbe, ohne ein rigoroses Ziel. Und genau deswegen habe ich dort einfach eine Pause eingelegt, weil ich auch nicht wüsste, was ich euch zeigen soll. Gerade weil auch meine Mates selbst genauso denken wie ich. Und ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Deswegen kommt zurzeit natürlich ein bisschen was anderes, was ich so nebenher zocke. Und ja, wie Game of Thrones zum Beispiel, Hearthstone suchte ich sehr, sehr viel. Paragon spiele ich auch noch immer sehr, sehr viel. Dazu kann ich allerdings nicht so viel Videomaterial geben, weil die Runden halt extrem lange dauern. Und ja, die Paragon Moments, die sind an sich eigentlich ganz cool, aber ich weiß es nicht. Ich bin da der Meinung, dass mir dafür so ein bisschen nicht das Gespür fehlt, sondern, keine Ahnung, ich weiß es, ich kann es nicht mal in Worte fassen. Eine wichtige Frage an euch ist jetzt aber mal, also, ne? Zum Beispiel, wenn ihr jetzt, weil ich gerade merke, dass natürlich Game of Thrones liegt nicht jedem, will nicht unbedingt jeder sehen, weil es nicht unbedingt jeden interessiert. Jetzt interessiert mich natürlich, was interessiert euch denn? Ihr könnt doch mal einfach in die Kommentare oder per PN mir einfach mal schicken, schreiben, was ihr gerne von mir sehen würdet. Ja, also, keine Ahnung, welche Spiele rein theoretisch mal was reinhauen, was vorschlagen. Spiele, keine Ahnung. Ihr könnt natürlich auch Spiele posten, die rein theoretisch was kosten oder auch nichts kosten. Ist mir völlig egal. Natürlich etwas, was jetzt meine Community sehen möchte. Das möchte ich natürlich. Ich meine, wir sind nun mittlerweile auch schon über 1300 Leute. Und da möchte ich natürlich wissen, auch was ihr sehen möchtet. Und lasst es mir einfach mal in den Kommentaren oder wie gesagt per PN. Und dann kriegen wir das da geregelt. Ich selbst muss euch sagen, ich freue mich ganz, ganz doll auf Sea of Thieves. Das wird richtig lustig, glaube ich. Leider weiß man ja noch nicht, wann es denn rauskommt genau. Zurzeit sind ja die Testphasen. Ich registriere mich da immer so schnell wie möglich und hoffe immer, in dem Testzeitraum mitmachen zu dürfen. Bisher noch kein Glück gehabt, aber man kann ja mal schauen, nicht wahr? Ja, meine Freunde. Und ansonsten, ich bin natürlich auch auf Twitch aktiv. Das wisst ihr ja, da könnt ihr sonst auch mal vorbeischauen. Und ja, meine Freunde. An sich ist bei mir alles tutti, ne? Könnt ihr ja sonst mal schreiben, was bei euch so läuft, jetzt gerade wie ihr die warmen Tage verbringt, ob das euch mehr vom Zocken abhält oder ihr sagt, nein, ich lebe in der Dunkelkammer, das läuft. So ein Kram halt. Ich zum Beispiel muss hier abdunkeln, damit ich tagsüber aufnehmen kann, weil ansonsten die Lichtverhältnisse total für den Arsch sind. Und ja, deswegen.
muss man mal gucken. Ne? Ansonsten natürlich viel Zeit mit dem Hund draußen, mit dem Motorrad ein bisschen rumbügeln. Je nachdem, was man so bei schönem Wetter eben macht. Wie gesagt, ganz, ganz doll würde es mich freuen, wenn ihr auch einfach mal auf meinem Twitch-Kanal mit vorbeiguckt, mir vielleicht ein Follow auch da ablasst. Dann kriegt ihr mit, wann ich da online bin, live. Ihr könnt dann live mit mir quatschen und mit mir live diskutieren über was auch immer ihr möchtet. Ist euch überlassen. Ne? Ich bin dann da und dann können wir zusammen ein bisschen zocken, spielen. Hearthstone zum Beispiel mache ich, Viewer Games, Paragon genauso. Falls jemand von euch dabei ist, der das halt auch gerne spielt, können wir das gerne auch mal zusammen oder bei Hearthstone halt natürlich mehr gegeneinander zocken. Ja, meine Freunde, an dieser Stelle möchte ich mich natürlich nochmal trotzdem für euren Support bedanken. Und falls euch dieses Video hier jetzt gefallen hat, ja, lasst mir doch auch wieder ein Däumchen nach oben da. Ansonsten wollte ich damit eigentlich nur mal so ein bisschen was feststellen, klarstellen und euch natürlich auch wieder fragen, was ihr möchtet, was ihr gerne sehen wollt. Und so seid ihr im Endeffekt auch mal wieder ein bisschen auf dem neuesten Stand. Und wenn ihr mehr Videos von diesen Community Talks seht oder mehr von meinem Real Life rein theoretisch, auch einfach in die Comments, ne, wenn ihr fragt, kann ich nur was machen und ich hätte damit gar kein Problem, ich hätte da sogar an sich Bock drauf. Einfach mal reingeschautet, wie ist da so die Nachfrage von euch, meine Freunde. Ansonsten, bevor ich jetzt nochmal meine Freunde sage, würde ich sagen, ich wünsche euch noch eine angenehme Restwoche und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal halt auch wieder mit dabei. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten, meine Freunde, würde ich sagen, jetzt geht's auf den Balkon. Und dann wird erstmal kurz ein bisschen Sonne getankt, weil das Gesicht und so, das braucht man wieder ein bisschen Färbe. Oh Gott, ich bin aber auch weiß. Das kommt aber durch diese bescheuerte Tageslichtlampe. Weil man muss ja so bescheuert sein und eine Tageslichtlampe mit Kaltlicht kaufen, anstatt mit warm. Ja, den Fehler macht man nur einmal, meine Freunde. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich wünsche euch was. Haut rein. Bis dann. Ciao.